Heute zeige ich dir, wie du deine eigenen Pinsel in Photoshop importierst und eigene Skizzenpinsel erstellst. Hey, ich bin Sandra und ich helfe als The Coaching Artist anderen Kreativen, dass sie ihr eigenes kreatives Potenzial ausschöpfen. Und heute soll es mir ganz besonders um die Pinseleinstellungen in Photoshop gehen, denn Photoshop ist immer noch das To-Go-Tool in der digitalen Zeichenbranche. Und vielleicht hast du das schon gemerkt, wenn du anfangen möchtest mit dem digitalen Zeichnen oder schon so ein bisschen drin bist, aber irgendwie klappt es noch nicht so ganz, du wirst noch nicht so richtig warm mit dem digitalen Zeichnen, denn alles sieht irgendwie noch so ein bisschen zu glattgeleckt aus, sage ich mal. Und du kommst nicht so richtig in das traditionelle Zeichengefühl. Aber dafür gibt es eben eine wunderbare Methode, das Ganze zu umgehen bzw. mehr von dem traditionellen Zeichengefühl wieder reinzubekommen, nämlich indem du deine Pinsel anpasst, indem du entweder bereits existente Brushes importierst, ja, wie es auf Englisch heißt, Brushes, Pinsel, oder eben ganz neue Pinsel anfertigst. Und diese zwei Methoden zeige ich dir jetzt. Du hast jetzt Photoshop geöffnet und siehst, du hast einige Standard-Brushes da, zum Beispiel den, mit dem ich gerade male, den Airbrush oder eben auch den oft genutzten hartrunden Brush. Das sind so die geläufigsten Standard-Brushes aus Photoshop. Die findest du eben, wenn du das Pinselwerkzeug hier links in der Werkzeugleiste auswählst und dann nochmal verschiedene Pinselspitzen findest du hier oben, wenn du in der Optionsleiste des Werkzeugs auf diesen kleinen Pfeil drückst. Da findest du noch viele weitere Brushes und du siehst schon, ich habe eben die Methode angewandt, dass ich noch viele weitere Pinsel hinzugefügt habe, wie du hier siehst, über die Zeit. Zum einen selber erstellte Pinsel, aber eben auch viele Brushes, die ich über die Zeit von anderen Künstlern einfach runtergeladen und dann hier in Photoshop importiert habe. Wie gehen wir jetzt vor, wenn wir eigene Pinsel importieren wollen? Einmal ist es wichtig zu wissen, woher bekommst du die überhaupt? Ja, die Pinsel, und da kann ich dir einerseits DeviantArt empfehlen, das ist eine tolle Ressource, dann ArtStation und auch Gumroad, da stellen viele Künstler ihre eigenen Brushes aus und da kannst du sie auch direkt downloaden. Das Ganze sieht dann so aus, du hast dann viele solche Dateien, wenn du viele Brushes runtergeladen hast, die immer mit der Endung ABR enden, ja, das sind dann Brushes. Ja, dann hast du diese Datei, diese ABR-Datei auf deinem Rechner und dann gehst du einfach, um das zu importieren, hier wieder in diese Optionsleiste auf das Zahnrädchen und klickst auf Pinsel importieren. Eigentlich relativ selbsterklärend. Klickst da drauf, ich habe hier schon mal was vorbereitet, wähle diesen ABR-Brush bzw. das Brush-Set, es sind mehrere Brushes in dem Fall, aus, klicke auf Öffnen und schon, wenn ich einmal hier ganz nach unten scrolle, hat es mir hier diesen Pinseltest V1 reingeladen mit den Brushes, die ich jetzt mal kürzlich erstellt habe als Test für das Video und kann einfach mal ausprobieren hier so einen, den wir dann auch einen ähnlichen erstellen werden, wenn du nämlich skizzenhafter zeichnen möchtest, ist der perfekt. Ja, und du kannst natürlich auch Brushes auswählen, die du nicht mehr in diesem Set haben willst, dann klickst du einfach auf den jeweiligen Pinsel drauf und kannst Rechtsklick machen, Pinsel löschen, okay, und schon ist der Pinsel aus deinem Set. Wenn du das natürlich gespeichert haben möchtest, also dass du diesen Pinsel auch nicht mehr haben möchtest, dann musst du natürlich auch die Pinsel speichern und das geht, indem du die Pinsel bzw. die Gruppe der Pinsel auswählst und dann auf, wo haben wir es, ausgewählte Pinsel exportieren klickst. Ja, ich mache das jetzt nicht, aber dann gibst du einfach irgendeinen Namen ein, zum Beispiel Pinsel XY und würdest auf Sichern klicken. Das mache ich jetzt nicht, weil ich will den einen Pinsel natürlich da behalten. Außerdem kannst du natürlich auch die gesamte Gruppe löschen, wenn du das jetzt hier, dieses Pinselset doch nicht drin haben möchtest in deiner Pinselauswahl, dann wählst du einfach die Gruppe aus oder du klickst auf einen Brush und hältst die Shift-Taste gedrückt bis zu dem Pinsel, wohin du das ausgewählt haben möchtest. Wenn du alle ausgewählt haben möchtest, drückst du auf den letzten, zack, dann hast du alle ausgewählt oder ich gehe nochmal zurück, wähle den ersten aus und ich möchte zum Beispiel diese alle hier, die erste Reihe und den ersten hier, dann klicke ich ebenfalls Shift und auf diesen, dann wählt es mir diese aus, klick wieder Rechtsklick, Pinsel löschen
und so weiter. Oder eben ich wähle die ganze Gruppe aus und lösche die Gruppe. Was du zum Schluss natürlich auch machen kannst, wenn du all das, ich sag mal, wenn man hier so ein großes Chaos fabriziert hat und wirklich extrem viele Brushes hat, die man eigentlich gar nicht in dem Menü mehr haben will, dann kann man natürlich hier auf Standardpinsel wiederherstellen klicken, was allerdings dann nicht wirklich rückgängig zu machen geht, deswegen sollte man sich das gut überlegen. Aber das mache ich jetzt mal nicht. Wie gesagt, das kannst du dann hier machen, solltest du dir das wünschen, Standardpinsel wiederherstellen. Okay, wie erstellst du jetzt aber deine eigenen Pinsel, wenn du zum Beispiel nicht die Pinsel von anderen verwenden möchtest, sondern wirklich deine eigenen Brushes erstellen möchtest? Dafür gibt es wiederum zwei Methoden. Wenn du den Standard hartrunden Brush ausgewählt hast, wirst du schon sehen, wenn man da mal näher ranzoomt, das ist ein ziemlich langweiliger Pinsel, mit dem du kannst ihn zwar über, ich habe es jetzt auf dem Grafiktablett eingestellt, dass ich die Größe verringern und vergrößern kann, kannst du genauso hier oben machen, in der Optionsleiste kannst du das größer und kleiner stellen und eben auch die Deckkraft verringern, ebenfalls in der Optionsleiste. Aber viel mehr lässt sich da eigentlich nicht herausholen, weshalb das eigentlich nicht so ein guter Pinsel ist, um zu skizzieren, zumindest meiner Meinung nach. So, und um das ein bisschen anzupassen, kannst du eben in die Pinseleinstellungen, in die erweiterten Pinseleinstellungen gehen. Und das findest du unter Fenster Pinseleinstellungen. Ich hatte es jetzt hier rechts schon angedockt. Da siehst du eine ganze Reihe an Optionen, die du jetzt freischalten kannst. Beginnen wir einmal mit der Pinselform. Da siehst du einmal einen Überblick deiner Pinsel, aber du hast eben auch schon erste andere Optionen neben der Größe. Das ist genau das gleiche, was ich dir gerade gezeigt habe. In dem Optionsmenü kannst du eben auch schon andere Sachen einstellen, wie zum Beispiel die Härte. Du könntest jetzt, wenn du das herunterschraubst, siehst du schon, die Kanten weichen auf, eher einen Airbrush oder Airbrush-artigen Brush erstellen. So, da würde ich immer empfehlen, mal so ein bisschen Weiche reinzubringen, also nicht komplette Härte, das wirkt immer schon mal ein bisschen natürlicher. Genauso wie der Abstand ist hier schon auf 5% eingestellt. Wenn ich das hier erweitere, siehst du, und das ist eine ganz wichtige Eigenschaft, denn das, was du malst, ist eigentlich immer nur eine Anreihung an Pinselpunkten. Ja, also du hast ein Motiv, in diesem Fall, dieser Pinsel besteht eigentlich aus diesem Kreis und der wird dann in bestimmten Abstand mal näher, mal weiter zueinander entfernt aufgetragen. Und je weiter du das natürlich treibst, diesen Abstand, desto weiter sind natürlich die Punkte dann auseinander. Kann man sehr gut, wenn man Shift gedrückt hält und so einen minimalen Abstand hat, solche Punktlinien erstellen. Ja, aber in unserem Fall wollen wir natürlich eher so eine zu durchgezogene Linie. Aber ich würde dir auch empfehlen, nicht ganz auf Null zu gehen, weil dann das verbraucht enorm viel Rechenleistung und man sieht es auch nicht. Also du kannst eigentlich immer so auf, ich gehe immer so circa 7-8% ist eigentlich eine gute Sache. Dann wird dein Rechner auch nicht so extrem langsam. So, eine weitere schöne Einstellung, die du hier vornehmen kannst, ist ebenfalls, wenn du hier auf den Kreis klickst und den so ein bisschen stauchst, so wie den Pfeil hier drehst, kannst du einen sehr schönen Kalligraphie-Brush sehr schnell erstellen. Du siehst jetzt, die Spitze verjüngt sich so in einer bestimmten Bewegung, wie wir das von Kalligraphie-Brushes kennen. Du könntest jetzt hier zum Beispiel so ein, keine Ahnung, ob es so geschrieben wird, aber du könntest jetzt eben hier sehr schön solche Kalligraphie, können wir auch mal richtig schreiben, hallo, Kalligraphie-Sachen erstellen. So, wollen wir aber in unserem Fall nicht, deswegen gehe ich hier nochmal auf 100% Rundheit. Ein Winkel ist eigentlich egal, das siehst du in dem Fall ja nicht, weil es ein kompletter Kreis ist. So, das wollen wir ja nicht, wir wollen eher ein Skizzenbrush. Und dafür kannst du unter anderem in die Formeigenschaften gehen, da wählst du es einfach aus, indem du hier die Checkbox quasi anwählst. Und da siehst du verschiedene Einstellungen. Oft findest du in den Einstellungen auch diese Jitter-Option und das ist ganz einfach Randomness. Also du bringst so ein bisschen Zufall in die Einstellung rein. Wenn ich hier jetzt den Größen-Jitter auswähle, siehst du die Größe dieses Kreises, ja, der diesen Pinsel ja ausmacht, dieser eine Kreis, wird hier variiert. Das kannst du darüber steuern.
Und ich finde das gar nicht schlecht, weil im traditionellen Zeichnen hat es das ja auch so ein bisschen. So, und das kannst du auch hier Steuerung unter über deinen Zeichenstift Druck zum Beispiel steuern lassen. Also wenn du stärker aufdrückst, dass es stärker variiert, beziehungsweise größer, kleiner wird. Und wenn du weniger aufdrückst, eben weniger. Und das geht natürlich nur mit einem Grafiktablett. Ich verwende hier, wie du siehst, eins. Das kann ich immer nur empfehlen. Also digitales Zeichnen ist auch fast nicht möglich ohne Grafiktablett. Deswegen das immer nutzen. Will ich jetzt aber hier nicht einstellen. Ich guck dann eher mal weiter. Mindestdurchmesser ist auch eine gute Sache. Kommen wir aber dann, glaube ich, später nochmal dazu. Ich würde jetzt einfach mal gucken, was hier noch so möglich ist, wie weit wir das treiben können, diesen Pinsel zu variieren. Zum Beispiel auch Streuung ist eine tolle Eigenschaft, wenn du so ein krasseres Gebilde haben möchtest, was so ein bisschen mehr Zufall mit reinbringt in deinen Brush. Kannst du einfach mal damit herumspielen mit den Optionen, würde ich sagen. Dann Struktur ist eine sehr gute Einstellung, wenn du den Untergrund als Papier simulieren willst, ja, also mehr Struktur eben reinbringen möchtest als Textur sozusagen in deinem Brush. Und wenn du damit den Modus, kommt von den Ebenen-Modi auch, ein bisschen herumspielst, siehst du ganz schnell, okay, das kriegt so eine, ich mach's nochmal alles weg, das kriegt so eine ganz eigene Struktur, die du hier auch einstellen kannst. Es gibt verschiedene, das hat jetzt nicht funktioniert, da musst du immer ein bisschen gucken mit den Modi, was da passt. Hier jetzt sind zum Beispiel sehr einzelne Blätterstrukturen, ist mir aber ein bisschen zu krass. Ich bleib mal bei dem, auch wenn das schon ziemlich heftig ist. Und da kannst du natürlich auch wieder gucken, dass du die Textur skalierst, die Helligkeit einstellst und so weiter. Ich gehe jetzt mal ein bisschen schneller hier durch. Bei dualer Pinsel, das ist sehr interessant, da kannst du quasi einen zweiten Pinsel auswählen. Ich nehme jetzt mal irgendwas random. Und der, wenn du da ein bisschen bei der Größe herumspielst, siehst du das, glaube ich, ganz gut, maskiert deinen Pinsel. Die zwei Pinsel werden sozusagen kombiniert. Und das ist immer, das kann man nicht so pauschal sagen, was da entsteht. Da muss man einfach mal so rumexperimentieren. Kann aber sehr schöne Effekte geben, wie eben hier, dass es da so eine stärkere Mittellinie gibt und dann ihr außen so ein bisschen Gefissel, nenne ich es mal. Farbeinstellungen ist erst dann relevant, wenn du auch wirklich mit Farbe zeichnest. Ich tue hier mal ein bisschen Farbe auswählen. Ich mache mal rot und für den maximalen Kontrast die zweite Farbe grün. So, dann siehst du, ich habe es hier schon eingestellt gehabt, ich stelle es nochmal auf 0, dass hier erstmal nur das Rot sichtbar ist, wenn du willst, dass die Vorder- mit der Hintergrundfarbe mischt, dann nimmst du die erste Einstellung, musst du ein bisschen größer aufdrehen, dass man es wirklich sieht und dann siehst du, ah ja, okay, es mischt diese beiden Farben oder eben Farbton Chitter, da tut es wirklich alle Farbtöne mit reinbringen. Es wird dann sehr, sehr bunt. Allerdings ist das zum Beispiel eine sehr gute Anwendungsmöglichkeit, wenn du, ich drehe mal das erste herunter, nur mit einer Farbe malst und da so ein bisschen Variation reinbringen willst. Da würde ich den Farbton Chitter immer so 10-20% stellen und dann zum Beispiel auch einfach als Untergrundpriming kannst du da sehr schnell sehr gute Variation einbringen oder eben auch, wenn du malen wir zum Beispiel mal einfach eine Kugel, ich ziehe eine Auswahl auf. Wenn du diese Kugel ausmalst und dem Ganzen ein bisschen Schatten verleihst, in dem Fall natürlich nicht, dann siehst du, hat das eine sehr, sehr schöne Varianz, was du mit normalen Pinselstrichen erstmal so gar nicht hinbekommen würdest. Das gleiche dann natürlich auch für Weiß, würde ich dann bestimmte Optionen wieder ausstellen. Da kannst du dann sehr schöne Renderings erstellen.
Dann Transfer ist auch eine sehr, sehr wichtige Einstellung. Da kannst du so das Maximum mit deinen Grafiktablett-Einstellungen ausreizen. Hier habe ich schon bei Deckkraft Zeichendruck eingestellt und wird das auch ein bisschen hochdrehen, dass es eben diese Deckkraft variiert im Pinsel. Man sieht hier dunklere Stellen, hellere Stellen. Hätte ich das nicht, stell es wieder zurück, wäre das nicht so stark ausgeprägt. Das ist jetzt hier ausgeprägt, schon noch ein Stück, ohne dass es wirklich ausgewählt ist, wegen Struktur und anderen Einstellungen. Aber normal, wenn du wirklich nur die Helligkeit variieren willst, kannst du hier reingehen unter Transfer, Deckkraft. Oder eben auch den Fluss. Das heißt, je öfter du über eine Stelle fährst, desto dunkel wird es. Dunkler wird es, genau. Und so weiter. Dann gibt es noch so ein paar spezielle Einstellungen, Pinselhaltungen, die ich jetzt aber nicht so im Detail erläutern will. Nasse Kanten können nur noch mal interessant sein, wenn du eher aquarellig malen möchtest. Möchte ich jetzt aber in diesem Fall nicht, weil da trägt es dann so die Farbe nach außen hin stärker auf. Ja, also das kennst du ja vielleicht. Bei Wasserfarbe gibt es oft so dunklere Ränder. Und ebenso schichtmäßig, wie es Aquarell macht. Ja, aber die anderen Sachen sind jetzt erstmal irrelevant, beziehungsweise bis auf eine Sache, Glättung, da gehe ich nochmal hin. Wenn du ich nehme jetzt mal die Maus, ich lege mal meinen Zeichenstift weg. Wenn du mit der Maus zeichnest, oder selbst mit dem Zeichenstift, ist eigentlich egal, wirst du sehen, es ist immer sehr hakelig. Jede Bewegung, die du machst, wird auf deinen Brush übertragen. Und du kannst nicht wirklich gerade Linien oder schöne gebogene Linien zeichnen. Wenn du das ändern willst, dann aktivierst du hier, was ich gerade schon gemacht habe, die Glättung. Und dann schaltest du damit diesen Wert in der Optionsleiste frei. Und wenn du das jetzt hochdrehst, ich mache mal maximal und ich zeichne mal mit der Maus, dann wirst du sehen, es wird nicht jede kleine Unebenheit übernehmen. Ein Zeichenstift vielleicht noch besser. Es wird so ein bisschen laggen, hat man fast das Gefühl. Es zieht sich so hinterher. Aber damit kannst du eben wunderschöne gebogene Linien ohne starke Fehler oder starke Krümmungen erstellen. Ja, und mit diesen Optionen, die wir jetzt ausgewählt haben, wie du siehst, haben wir damit eigentlich schon einen ziemlich krassen und vor allem krass anderen Pinsel erstellt als der Ausgangspinsel, diesen hartrunden Brush, den wir am Anfang hatten. Und um das jetzt nicht zu verlieren, gehst du hier unten auf das Pluszeichen und erstellst dir sozusagen einen neuen Pinsel. Und es wäre in diesem Fall, können wir einfach mal Skizze 1 nehmen, Werkzeugeinstellung berücksichtigen, dann kannst du zum Beispiel auch sowas wie jetzt hier die gewählten Farben übernehmen, klickst auf OK. In deinem Pinselmenü hast du den neuen Brush dann liegen, kannst ihn natürlich auch wieder dann als ausgewählten Pinsel exportieren, für dich speichern. Na, ich sag mal Skizze 1 ist dann mein Pinsel. Und damit hast du das Ganze dann auch schon gespeichert. Das ist allerdings nur eine Methode, die relativ unflexibel ist, weil du ja dich immer auf einen bereits existenten Brush berufen musst. Deswegen möchte ich dir jetzt noch eine zweite Methode vorstellen, nämlich wie du deine Pinsel von Null auf neu erstellst. Komplett neue Pinsel kannst du natürlich auch relativ schnell und auch einfach erstellen. Und das geht darüber, indem du einfach aus deinem Menü von den vorhandenen Pinseln, das können auch deine ganz normalen Standardpinsel, Pinsel auswählst und damit dir einen neuen Brush sozusagen malst. Da kannst du variieren, zum Beispiel die Deckkraft nehmen und ein bisschen Weiß reinzeichnen, was auch immer du willst. Was du beachten solltest, ist, dass Weiß, also wirklich komplettes Weiß, ignoriert wird bei der Pinselerstellung und nur Grautöne und Schwarz zählen bei der Pinselerstellung. Kannst du ja nochmal so einen anderen Brush nehmen, ein bisschen variieren. Ist schon fast zu verpixelt. Und dann kannst du einfach mal rumspielen, was sich damit machen lässt. Was ja auch oft ist bei traditionellen Pinseln, dass sie so ein bisschen ausgefranst sind. Damit kannst du natürlich auch arbeiten. So,
Aber im Groben und Ganzen hätte ich jetzt einfach mal so einen Pinsel hier gemacht. Da kannst du wirklich experimentieren, wie du lustig bist. Und was du dann machst, ist, du nutzt ein Auswahlwerkzeug. Ich nehme jetzt einfach mal das Auswahlrechteckwerkzeug und wählst dir diesen Brush hier aus. Ja, also das, was du als Brush definieren möchtest. Und gehst dann unter Bearbeiten, Pinselvorgabe festlegen. Dann sage ich hier mal, das ist unser Skizzenbrush 2. So, deselektiere das mit Command D. Und dann hast du hier schon direkt, wie du siehst, in dieser großen Linienmarkierung deinen neuen Brush ausgewählt. Ich deaktiviere die Ebene und erstelle eine neue, auf der wir zeichnen können. Und du wirst allerdings sehen, bei voller Deckkraft, dass ja jetzt noch nicht so viel passiert. Dass, im Gegensatz zu dem hartrunden Brush hat das so eine leichte Ausfransung. Wenn du da jetzt noch mehr rausholen willst aus diesem Pinsel, kannst du natürlich in die Pinseleinstellungen wieder gehen und eben die Eigenschaften hier anpassen. Probieren wir doch mal einen wirklichen Skizzenbrush zu erstellen. Da würde ich einmal gucken, dass wir bei dem Abstand in der Pinselform ein bisschen größer gehen. Es ist immer so ein Hin- und Her-Switchen. Du siehst hier immer eine direkte Vorschau, was die Einstellungen, die du gerade machst, mit deinem Pinsel dann noch anstellen. Formeigenschaften würde ich auf jeden Fall die Größe dann ein bisschen variieren, sowie auch den Mindestdurchmesser, aber würde ich dann nochmal zurückgehen. Streuung ebenfalls. Ja, so Bleistiftlinien sind nie so komplett gerade. Und was ich erzeugen will, also dass ihr auch mal mein Ziel wisst, ich möchte so einen Buntstifteindruck, oder Bleistifteindruck, auf jeden Fall eher so einen ausgefransten, traditionellen Zeichenlook natürlich erstellen. Also seht, hier hat es jetzt schon, wenn man ein bisschen reinzoomt, so eine leichte Ausfransung, das gefällt mir schon ziemlich gut. Allerdings ist es natürlich nicht so ebenmäßig. Es hat immer noch viel von dem Digitalen, was das Traditionelle nicht hat. Deswegen würde ich zum Beispiel entweder Struktur oder einen dualen Pinsel verwenden, um so diesen Papiereffekt, ja, also was wir sehen im Traditionellen ist ja oft das Papier, was durchscheint. Aber hier würde ich dann eher den dualen Pinsel nehmen und einfach mal gucken, welcher dazu passt. Und das Ganze so ein bisschen variiert. Da könnt ihr einfach mal so durchklicken, was das Ganze macht mit dem Pinsel. Das finde ich schon ziemlich cool. Aber ich glaube, ich gehe doch nochmal auf Struktur und auf den Modus Multiplizieren. Allerdings skaliere ich mir hier die Textur ein bisschen höher, weil wir ja eher einen kleinen Brush haben wollen. Und die Tiefe stelle ich eher niedrig, weil ich nicht komplett weiße Flecken haben will, sondern eher so eine, beziehungsweise schon, aber nicht so stark. Ja, das seht ihr schon, oder siehst du schon, dass hier so eine leichte Variation drin ist von den Helligkeiten her, was eigentlich ganz schön ist. Eine ganz wichtige Sache haben wir noch gar nicht bedacht, nämlich, dass man auch mit dem Zeichendruck hier natürlich spielen kann. Und genau das wollen wir ja. Das ist eigentlich so das Hauptding im Traditionellen, dass wir natürlich diesen Druck, den wir auf das Zeichentablett ausüben, auch hier im Digitalen variieren können. Und das so stark wie möglich. Ebenso Transfer ist natürlich auch wichtig. Traditionell, je schwächer man aufdrückt, desto weniger Farbe wird natürlich aufgetragen. Und das Gleiche wollen wir hier auch simulieren, deswegen gehe ich auf Deckkraft, Jitter, Zeichenstift, Druck und schon sollte es einen relativ ähnlichen Eindruck hinterlassen. Was mir jetzt gerade auffällt, ist allerdings, dass mir die Struktur doch nicht so ganz gefällt. Deswegen gucke ich mal, was wir da machen können, beziehungsweise auch der duale Pinsel und es liegt auch am Abstand. Da also immer hin und her springen, ich mache das jetzt mal. Es sind eigentlich wirklich nur diese Einstellungen und dann sehen wir uns gleich wieder. So, mit diesem Pinsel bin ich jetzt eigentlich ziemlich zufrieden. So als erster Test.
Wenn man das, das ist natürlich eher ein Pinsel, darauf habe ich jetzt geachtet, mit dem man relativ dünne Linien zeichnen kann, wie man es jetzt von schwarzen Buntstiften oder Bleistiften kennt. Ja, und da kann man relativ schön nach dem traditionellen Look dann auch Skizzen erstellen. Ja, also ihr seht schon, ich bin jetzt schon direkt im Fluss drin. Ich könnte eigentlich direkt weiter zeichnen und mir Figuren erstellen oder was auch immer. Aber ihr solltet jetzt sehen, es ist auf jeden Fall ein viel besserer traditioneller Workflow damit möglich. Es zeichnet sich viel flüssiger, wenn man so ein bisschen Struktur im Pinsel drin hat. Und genau dafür solltest du eben die Pinseleinstellung dann auch entsprechend für deinen Brush anpassen. Was du natürlich auch machen kannst, ist dir traditionell Pinselstriche und Buntstift-Bleistiftstriche vorzuzeichnen. Ja, das habe ich hier jetzt auch einmal gemacht, habe einfach auf einem weißen Blatt mir mit einem schwarzen Buntstift und dann später mit Markern verschiedene Striche, Formen vorgezeichnet, die ich dann in Photoshop importieren kann, nämlich indem ich einfach das Ganze dann einscanne. Ja, so kriegst du natürlich den allernatürlichsten Look hin. Wenn du die traditionellen Werkzeuge simulieren willst, dann eignet sich's natürlich am besten, wenn du diese auch direkt als Vorlage verwendest. Ähnliches kannst du aber auch mit anderen Texturen machen, wenn du zum Beispiel deine Tapete fotografierst, ja, so Putz, solche Sachen, die haben natürlich immer eine starke Textur oder auch andere Gegenstände. Einfach mal so ein bisschen experimentierst, was du da findest. Da kannst du eigentlich sehr, sehr gute und sehr, sehr unterschiedliche Pinselvorlagen dann erstellen. So, das Ganze kannst du natürlich über Datei importieren, Bilder von Gerät, ich habe das hier schon gemacht, dann einscannen, wenn du einen Scanner hast, oder du machst einfach ein Foto und sendest dir das dann vom Handy auf deinen Rechner. So, dann hast du die gezeichnete Vorlage sozusagen importiert in Photoshop. Und was du jetzt machen solltest, ist, was ich ja vor uns gesagt habe, der Brush, wenn du das auswählst, übernimmt graue und schwarze Stellen. Aber wie du hier siehst, wenn ich mal mit der Pipette langgehe, ist es nichts komplett weiß. Also das heißt, der Hintergrund würde jetzt auch mit einbezogen werden, die Brush-Einstellung. Das wollen wir nicht. Deswegen würde ich zuallererst einmal die Grauwerte anpassen, gehe hier auf Bildkorrekturen und Tonwertkorrektur und würde da zusehen, dass ich das möglichst überbelichte, sodass dass der Hintergrund wirklich möglichst komplett weiß ist. Wenn ich da jetzt nochmal OK drücke und hier nochmal gucke, okay, das ist jetzt alles weiß, sehr gut. Und dann gibt es einen schnellen Trick, weil das ja alles sehr, sage ich mal, ausgefadet, sehr blass aussieht, um da sehr viel Kontrast und sehr schnell reinzubringen, drückst du einfach, so sage ich immer, alle Tasten, also Command bzw. Control, Alt, Shift und L, und dann färbt es dir das alles in einen guten Kontrast ein. Ja, und da kannst du jetzt gucken, okay, ich finde zum Beispiel diesen hier, diesen Zickzack Strich eigentlich sehr schön. Und da noch eine Sache fällt mir gerade auf, die wir auch machen sollten. Wenn ich mal ganz nah reinzoome, siehst du, es hat überall solche Farbpixel. Wir wollen es am besten schwarz-weiß, deswegen drücke ich auch hier Command-Shift-U und es färbt mir das Ganze in schwarz-weiß um. So, dann wie gehabt, wie vorhin, Auswahlrechteck. Ich markiere mir diesen Bereich, den ich als Brush haben will. Gehe auf Bearbeiten und dann Pinselvorgabe festlegen. Ich nenne das Ganze jetzt mal Skizze 3. Stelle mir erstmal eine neue Ebene mit Weiß, nochmal eine neue Ebene mit Schwarz. Der Pinsel ist bereits ausgewählt. Und dann siehst du, dass wir da schon einen neuen Pinsel erstellt haben, den du natürlich dann auch wieder in den Pinseleinstellungen anpassen kannst, wie du möchtest. Was auch eine sehr schöne Sache ist, hier macht es schon eine sehr, sehr schöne Figur ist, wenn du mit der Richtung gehen willst, also wenn du nicht diese ganze Zeit
diesen einheitlichen Brei haben willst, kannst du natürlich einerseits wieder in die Formeigenschaften gehen und den Winkel auch über deinen Zeichenstift, die Schrägstellung zum Beispiel, anpassen. Dann folgt die Richtung des Brushes deines Stiftes, deines Stylus. Oder aber auch des Zeichendruckes. Ja, je nachdem, wie stark du aufdruckst, würde ich aber eher hier Schrägstellung oder sogar Richtung nehmen. Dann ist das Ganze nochmal wesentlich flüssiger. So, ich würde hier mal beides auswählen, auch den Zeichendruck, dass wir hier nur so eine schöne Variation reinkriegen. Da tue ich gerade nochmal kurz ausprobieren. So, dieser Pinsel eignet sich aber natürlich auch wunderbar, um solche einzelnen Blöcke herzustellen, und da schraubst du einfach den Abstand ein bisschen höher, wenn du keine gleichbleibende Linie haben willst. So kannst du zum Beispiel, wenn du dann eine Auswahl triffst, in dieser Auswahl dann den Bereich mit diesem Pinsel füllen und schon hast du eine sehr schöne, traditionell wirkende Textur. Ansonsten natürlich wählst du den Abstand geringer, dann im Kleinen kannst du eher traditionell anwirkende Texturen schaffen. Aber dann hast du schon einen sehr traditionell wirkenden Brush, den ich jetzt auch nochmal speichern würde. Denn das darfst du nicht vergessen, jedes Mal, wenn du da Einstellungen vornimmst in den Pinseleinstellungen, musst du es erst speichern, damit die Änderungen auch aktiv werden. Skizze 3 hatten wir, glaube ich, und dann nehme ich auch nochmal den großen. Wenn wir diese Textur haben wollen, nach wie vor. Manchmal bleibt es dann hängen, wenn es zu groß ist. Ungefähr so ist da eine schöne Größe. Den speichere ich mir auch nochmal. Skizze 4. So, und dann siehst du, haben wir hier eine ganze Reihe schon von tollen Brushes erstellt, mit dem du allerlei Dinge auch erstellen kannst. Hier siehst du auch nochmal eine Übersicht der Einstellungen, die ich für diesen Skizzenbrush vorgenommen habe, damit du das, wenn du das möchtest, auch selber nachbauen kannst. Ja, ich hoffe, dir hat das Tutorial gefallen. Mich würde es auf jeden Fall riesig freuen, wenn du mir ein Like dalassen könntest und auch ein Abo, denn es wird auf jeden Fall noch weitere Videos geben zu diesen Themen, Photoshop, zum digitalen Zeichnen, normalen Zeichnen, aber eben auch Lebenstipps für kreative Produktivität und so weiter. Probier am besten die Tipps direkt aus mit den Brushes, oder aber, wenn du keine Zeit hast oder mit meinen Brushes arbeiten möchtest, dann schau dir hier meinen Newsletter an, abonniere ihn und du bekommst meine Brushes ganz kostenlos zu dir als Download. Und noch eine gute Sache, denn darüber wirst du natürlich regelmäßig über meine Updates und andere Inhalte informiert. Das heißt, du verpasst nichts und bekommst auch noch gratis Gutscheine oft. So. Und was jetzt noch bleibt zu sagen ist, vielen Dank, dass du das Video angeschaut hast, und ich würde mich freuen, wenn wir uns wiedersehen würden. Bis dahin, hab eine schöne Zeit und bleib kreativ!